Hallo und herzlich willkommen zu diesem Zusammenschnitt aus dem Geburtstags-Livestream. Tobi Raptor wurde 2 Jahre alt und das haben wir gefeiert mit einem 3-stündigen Livestream. Hier seht ihr jetzt nur einen Ausschnitt. Ich nehme Hannaberg, du nimmst Baumen. Baumen? Baumen? Ja, stimmt. Machen wir dann wieder ich Elberfelde und Landeskriminalamt und du Polizeipräsidium? Ich nehme Polizeipräsidium, okay. Genau, da ist ein ganzer Streifenwagen und alles. Ja, puh. Nimmst du Vorwinkel und 31? Ja. Nämlich Bayer und Ronsdorf. Ronsdorf sind 2 RTW und in Rettungswache 31 sind, glaube ich, dann die Bayer, ist dann der Manf und so. Mhm. Umweltschutzzug, das würde ich einfach nochmal mitnehmen. Ja. Wie viel hast du jetzt an Feuerwehr? Du hast die beiden Vorwinkel und Dings. Dann nehme ich noch die beiden Elberfeld, also Rettungswache, Rüstzug, Elberfeld, Löschzug, ja, Elberfeld. Genau. Das wird ja Rettungswache, dann aber ja. Dann nimmst du Ronsdorf, Langerfeld. Das sind übrigens diese und externen, das sind übrigens, dafür brauchen wir eine Alarmstufenerhöhung, also die haben wir halt nicht von Anfang an. Externe Rettungsdienst und Führung Rettungsdienst. Mache ich Machst den noch. Machst du das noch? Ja. Dann haben wir auch gesagt, mach du mal Führung Rettungsdienst, weil das gehört bitte zu dem Mann. Okay. Dann, schnell haben wir alles aufgeteilt. Passt das so einigermaßen zusammen? Ich denke auch. Jetzt auch schon wieder 1 Monat, 2 Monate hätte ich das jetzt mal auf Butter gespielt. Schnell. Gesamtlogic ist bei mir schon noch 40%. Das ist bei dir in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr. Ich komme mal mit dem Motorrad vorbei. Also. Kann es. Wo ist der Sound hin von. Beim Sprecher? Allgemein, dass irgendwie, wenn ein Einsatz reinkommt. Ja. Also bei Krankenförderung gab es noch nie einen Ton. Also bei Personen mit verschlossener Tür auch nicht, weil das sind ja neue Einsätze, die es im Standardspiel nicht gibt. Deswegen gibt es dazu auch keine Audios. Nee, aber gibt es nicht irgendwie einfach so einen Ton, wenn irgendein Einsatz reinkommt? Nö. Ah. Okay. Der Typ redet ja nur bei Einsätzen, die auch im Standardspiel schon vorhanden sind. Ich habe jetzt erstmal nur einen Löschfahrzeug hingeschickt. Ja, sollte erreichen, oder? Ja, von verletzt steht nichts da. Das ist korrekt. Ah, Polizeimotorrad. Gut, aber die Polizei ist ja nur zur Türverschließung wieder da, ne? Ja. Ach, meiner ist gerade ausgerückt, mein Löschfahrzeug. Naja, jetzt ist ja Freiwillige Feuerwehr. Ja, die brauchen ein paar Minuten, ehe sie mal da sind. Am Haus. Weiß ich, wie die Berufsfeuerwehr, die ja die ganze Zeit auf der Wache hocken, ne? Sondern die kommen ja erst alle angelatscht, die Freiwilligen Feuerwehrleute. Sorry, dass ich gerade mal so durch die Landschaft cruise. Aber ich mach mal ganz kurz in OBS noch mal eine Fensteranpassung, also das mit den. Ich habe jetzt sozusagen den Studio-Modus entdeckt. Ich bin halt dumm, dass ich den vorher nicht verwendet habe. Du hast halt praktisch eine Vorschau, wo du halt bearbeiten kannst, was du in dem Fenster hast. Und du hast halt ein Programm. Das ist bei mir. Ja, aber das auch bei mir. Der bedrohende Randalierer? Achso, ja gut, nee, dann schick du hin, wenn du willst. Weil dann mach ich jetzt mal die Person unter verschlossener Tür fertig. Und die Krankentransporte, hat sich darum schon jemand gekümmert? Den ersten habe ich schon gemacht, ja. Ich weiß nicht, ob. Hast du ein KTW? Ja, du hast stimmt, du hast ja dann ein KTW. Da dann musst mach du ich dann den mal schauen. Krankentransport. Dann nehme ich den zweiten. So, du machst das hier. Romsi Bombs. Genau, und wie gesagt, ich habe halt eine Vorschau und ein Programm und dadurch habe ich jetzt 2 Fenster. Und dadurch muss ich die Fenster, den Abschnitt von den Fenstern praktisch breiter machen, damit ich da mehr sehe. Weil sonst sind die Abbilder halt ziemlich relativ klein. Das war jetzt seine Erklärung eigentlich. Ja, egal. Ja, kam gerade eben auf dem Lünenscheid. Ne, es ist schon ein bisschen länger her.
ein paar, eine Stunde schon her, auf dem Lüdenscheid-Server. Noch 5 Tage bis zum Release von Emergency Lüdenscheid. Haha, in die Fresse. Ja. Herr Rainer Lehrer hat glücklicherweise gar nichts gemacht. Das finde ich ja gut. Da war niemand um die Ecke. Herzinfarkt nehme ich. Jo. Aber wie du vorhin schon mal sagtest, bezüglich des Releases von Lüdenscheid. Ja. Also wenn es dann an dem Freitag schon raus ist, wenn wir Livestream wollen, dann machen wir auf jeden Fall einen Livestream mit Lüdenscheid. Und am Samstag kommt dann, unabhängig ob wir Livestream machen oder nicht machen, auch die erste Folge vom Let's Play Lüdenscheid. Und sollte es ein Livestream sein, den wir da gemacht haben am Freitag, dann wird das wahrscheinlich einfach der einfach nur Zusammenschnitt vom Livestream dann sein. Ich meine, gerade der erste Livestream, der wird wahrscheinlich jetzt nicht so super werden, ganz einfach, weil wir keine Ahnung haben. Na, so viel wird es ja nicht geändert haben. Willst du? Spielmechaniken. Ach, das ist ja auch noch in der Ecke hier. Von den neuen Spielmechaniken, insbesondere davon werden wir keine Ahnung haben, das ist schon richtig. Aber in die wir uns dann nach und nach reinlesen, die wir dann noch nach und nach im Let's Play alle noch zeigen. So, die dritte Krankenbeförderung, was ist denn mit Mach der? Ich. Okay. Hey, endlich mal was Spannenderes. Ein brennendes Auto. Du machst die Feuerwehr, die ist bei dir um die Ecke. Und ich mach Rettungsdienst. Jo, machen wir. Polizei holst du, ne? Ja. Meine sind da, glaube ich, noch. Meine sind noch beschäftigt. Die brauchen wir ja dann zum Abschleppen dann noch. Was haben wir denn hier? 3 Verletzte haben wir, ne? Ja. Genau, die rücken aus. Dann sind wir da auf jeden Fall auch vor Ort. Pascals RTW kommt natürlich als erstes an. Da kann man ja nichts ändern dran, ne? Irgendwie Zeit beschleunigen konnte man nicht, oder? Nee, Multiplayer war es glaube ich nicht möglich. Oh ja, so Kameraeinstellungen. So was Cooles. So, ah, guck mal, da kommt ein Löschfahrzeug. Das hier auf dem Auto campelt. Wer denn jetzt fahren darf? Oh Gott, wie war denn das? Wir brauchen, glaube ich, einen Hydranten. Und dann sollten alle Atemschutz ausrüsten, die löschen. Ja, das wäre, also alle, die in die Nähe des Autos kommen, zumindest, sagen wir es mal so. Wäre zumindest ganz ein Vorteil. So, 2 RTWs sind da. Jetzt brennt das zweite Auto auch schon. Der dritte RTW folgt dann demnächst bald irgendwann. So, okay, das erste Löschfahrzeug kümmert sich um die Brandbekämpfung, das zweite um Aufschneiden. Oh, jetzt kommt ja. Es ist jetzt der Dingens. Der für Infektions. Infizierte Leute. Na egal, dann muss der eben herhalten, ne? Kann ich auch nichts machen. Plötzlich noch extra einen anderen. Okay, 3 im Angriff. Oh ne, die haben keine Trage, oder? Was? Die haben wieder, sollten die keine Trage haben. Doch, jetzt, okay, beim ersten Versuch haben sie doch keine Trage. Brand gelöscht. Okay. Okay, so, erstes Auto wird aufgeschnitten. Was gibt's? Zu Befehl.
So, dann Rettungsdienst ist bereitgestellt. Sehr gut. Die anderen beiden Autos werden auch aufgeschnitten. Und ich baue es spar schon mal so ein bisschen ab. Obwohl, ich warte mal, ich sollte vielleicht nochmal bei den Krankenbeförderungen nachschauen. Ich kann mal auch mal nachschauen. Ah, KTW ist da. So, aufgeschnitten ist alles. Jo. Na, dann kann der auf jeden Fall nach Ja. Hause. Brauchen Notarzt. Haha. Einmal Neff, bitte. Hallo, ich würde gerne das Wägelchen hier. Das nur einen sein, der einen Neff braucht und nicht noch mehr. Och, Leute. Ne, okay, der obere wird versorgt. Sehr gut. Ja, okay. Immerhin nur zwei Neff. Ach, das ist deiner? Einer kann schon mal versorgt werden. Der Herzinfarktpatient, der liegt auch schon nur. Achso, stimmt, da war ja was. Du wolltest ja Rettungsdienst machen, also wenn du es nicht auf die Kette bekommst. Oh, gut, der Rettungswagen schon mal nach Hause fahren, der wird nicht mehr benötigt beim Herzinfarkt. Och, Pascal, ernsthaft? Ja, ich wollte behandeln lassen, von da stand nur ein RIP-Logo. Eieieiei. Da ist der erste verstorben heute. Und wessen Schuld war das? Die des Rettungsdienstes. Mhm. So, und ich versuch's gerade nochmal mit manuellem Aufräumen. Ach, die Bäume werden nicht automatisch zusammenpacken. Ne? Das ist natürlich dann suboptimal. Hallo, Herr Maschinist. Na, sehr gut. Der Ja, steigt auch ein. der leitende Notarzt ist sogar gekommen hier. Der vom Führungsdienst, ne? Der hat noch so lange gebraucht, der zweite Notarzt gerade. Da wäre es dann wahrscheinlich auch effektiver gewesen, hätte ich einfach geschickt. Genau. So, der Typ ist drin. Das ist immer noch deiner hier. Da ist der Leichenwagen. Einmal einladen, bitte. So, mein Job ist hier getan. Du musst dann noch Abschlepper rufen. Ja. Aber ansonsten alles nicht meine Aufgabe hier. Bisher ist ja relativ nur Ruhig kleine noch, Sachen ja, das so, ne? stimmt. So, okay, meine Krankentransporte sind jetzt alle, Krankenbeförderungen sind jetzt alle durch. Der Bus sieht wieder sehr gesund aus, wie der sich bewegt. Ich mache bei den beiden Patienten direkt mal Transport auch mit und Notarzt. Ja. Sicher, sicher. Da flackert ein Gullydeckel durch den Boden. Alles klar. So, fünf Einsätze haben wir gerade laufen und mehr kriegen wir auch nicht. Und Tobi wartet jetzt einfach nur, bis der nächste Einsatz kommt. Ah. Das war ich. Naja, manuell gespawnt. Eventuell bringt deine Polizeiwache. Eventuell. Oh, meine Polizeiwache brennt. Passiert. Passiert. Tatü, tata.
So, dann Rettungsdienst ist weg, jetzt fehlen nur noch die Abschlepper. Da warten wir. Der fährt auch nach So, Hause. die Seine war Leichenwagen, deine, Leute, die können immer noch macht nicht. sich. Der, die vom Herzinfarkt können nach Hause fahren, dann hat der sich auch gemacht. Die Krankenbeförderung ist auch noch deine. Der VU macht sich jetzt auch noch von alleine, vorausgesetzt, die sind kompetent genug, die Transporter. Ja, dann kann ich mal zuschauen, wie die Polizeiwache abbrennt. Sehr gut. Erwarte Befehle, wird erledigt. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle, wird erledigt. Ja? Höre. Schön ganzen Löschzug hier geholt. Ist in Arbeit. Was gibt's? Oder ist ja mehr als ein Erwarte Befehle. Löschzug. Wird erledigt. Das ist FG Gebäude. Nee. Na dann. Oh, ich bin begeistert. Die Abschlepper arbeiten alle drei von alleine. Die kriegen es Boah. hin, eigenständig die Autos aufzunehmen, ohne dass ich die noch irgendwie dirigieren muss. Das heißt, der VU hat sich auch von allein gegessen. Ne? Das heißt, es ist nur noch der Gebäudebrand, der ansteht, bei dem ich zuschauen kann. Bis neuer Einsatz reinkommt, zumindest. Da. Oh, der hat keine Atemschutzmaske auf. Schweinerei. Unglaublich. Aber ich überlege gerade, stimmt, wenn man oben auf dieses Chat-Symbol-Dingens da geklickt hat, da kommt dieser Rescue-Track, kriegt man dann ja, wo man die Krankenhausübersicht und alles Mögliche hat. Stimmt, das kann man ja so gut dann Leitstellenmodus. im Leitstellenmodus nutzen, richtig. Hab ziemlich auch gespannt, was für Verbesserungen es im Leitstellenmodus dann bei Lüdenscheid gibt. Den wir natürlich dann auch wieder zeigen. Du hörst mal bitte auf zu löschen, weil du hast keine Atemschutzausrüstung an. Hier brennen haben wir jetzt schon. Naja. Ah, jetzt brennen hier vier Gebäude. Es brennen noch weitere Teile der Polizeiwache. Angefackelt würde ich das mal eher nennen, also. Richtig. Okay, ja, es brennt schon richtig. Kommt er da drüben ran? Wahrscheinlich nicht, aber Was man kann es ja denn? mal probieren. Also jetzt haben alle vier Gebäudeteile der Polizei haben Feuer gefangen. Das heißt, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde erfolglos verhindert. Erfolglos Erfolglos verhindert, das versucht ist. zu verhindern. Yay! Warte mal, haben die schon Verteiler gesetzt? Krankentransport. Und die Verbrennung mache ich auch. Ja, okay, komm, die löschen das auch so. Da muss ich jetzt nicht noch was machen. Ach ja, die Drehleiter, die steckt im Gebäude und löscht. Du den machen im Okay, ich ziehe Krankenhausbüro, oder soll ich den ab. machen? Ja. Kann ich machen. Hol ich mir einen Teelöffel. No. So. Ich opfer hier einen RTW für den Krankentransport. Opfer. Während ein KTW gerade an mir vorbeifährt, aber auch schon einen Patienten wahrscheinlich drin hat. Einfach random irgendeinen Baum, der hier brennt. Super. Brandstiftung? Vielleicht. Vermutlich. Ich hole mir doch dann glatt nochmal dieses eine HLF hier.
Alle 20. Noch ein Krankentransport. Yay. Ach, ernsthaft. Hey, aber ich, eine Krankenförderung ist schon abgeschlossen. Ja, toll. Wo ist die? Du, da habe ich eine Rettungswache daneben. Krankentransporte schon abgelaufen. Was, ernsthaft? Zwei? Ja. Sind noch nur drei und zwei kamen gerade erst wieder frisch rein. Und wir hatten schon mal drei davor. Lol. Machst du die oder soll ich die machen? Ich habe eine Rettungswache daneben, ich mach die. Achso, dann machst du die allerneueste. Ja, da kommt ein TLF. Bist du sicher, dass du nichts zu tun hast? Also, ich frag nur. Ja, ich hab was zu tun. Naja, weil du beim TLF guckst. Ja, Gott, das durch hier switcht, durch die Einsätze. Achso. Ich mache jetzt auch gerade die Verbrennungen. Ich habe keinen Discord-Sound ausgeschaltet. Wie Schwein. Sorry. Die Kranken, falls irgendwer dachte, er hat gerade eine Discord-Nachricht bekommen. Was? Alles klar. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Ja. Big. Größer. F-Gebäude wurde alarmiert. Ich habe da an die Seite, wo die Bäume sind, einmal F-Gebäude alarmiert. Die Seite, wo die Bäume sind? Achso, da. Ja, okay. Wenn du jetzt kannst, dann auf Jans etwas alarmieren. Hab ich. Viel Spaß mit den Bäumen. Danke. Ich werde meinen Spaß haben. Mit denen. Das gilt Spaß mit Bäumen. Ja. Ich schicke den TLF zur Unterstützung. TLF. Ich dachte, ich krieg für dieses riesige Gebäude Fieber ordentlich Unterstützung. Oh, es sind doch erst 17 Brände. Jo, entspannt. Und was erst was ankommt, ist der Rettungswagen. Okay. Ach, da drüben kommt noch ein bisschen mehr von dir. Ist ja ein TLF. Nett. Ist gut, die sind jetzt alle schon ausgerüstet. Ja. Da vorne brennen die Bäume, die ganzen Stühle vom Bistro hier um die Ecke. Das Bistro selber brennt auch. Was geht's? Was gibt's? Jawohl. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Okay, Löschangriff aufs Gebäude läuft. Ich weiß nicht, bis wohin ich hier Schlauch legen kann. Was geht's? Alles klar. Da steht irgend so ein Typ mit einer Axt. Lol, das ist meiner. Das Rand. Keine Ahnung, wo der zugehört. Gebäude ist soweit gelöscht. Ich lösche, ich kühle das weiter mit der Drehleiter. Ja, ich bin gerade erstmal noch dabei, Feuerwehrleute anzuschließen. Ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich bin ganz außer der Übung. Ich sag dem einfach mal, er soll sich eine Motorsäge holen. Keine Ahnung, wozu er gehört, aber. Ja. Setzen wir ihn mal sinnvoll ein. Kann er diesen Busch da füllen. Der Bistro wird gekühlt. Ich vermute mal, dass es ein Bistro ist. Ein Subway.
Subway. So, drei Feuerwehrleute habe ich zu seinem Angriff. Drei ist nicht viel. So, jetzt sind sechs Feuerwehrleute, die jetzt in Angriff gehen. Die Drehleiter geht zum Kühlen des Gebäudes. Brauche ich Okay, jetzt bei noch mir das kommt von dritte hinten noch. Löschfahrzeug? Bei mir kommt von hinten noch so ein paar Leute. Ja, nee, warte mal. Da kann doch das ja noch viel weiter hinten hinsetzen. Das sage ich dem einfach mal. Bau da mal auf. So. Jetzt wird hier vorne noch alles Wer gelöscht. ist der hier, der hier rumrennt? Der macht anscheinend auch was Sinnvolles, ist daher lasse ich den mal. Joa. Das TLF, das braucht zwei Schlauchleitungen als Zuleitung, so wie mir das aussieht, um das voll zu halten. Okay. Das ist ordentlich. So, ich habe jetzt neun Leute im Angriff. Ja, okay, ich glaube, das reicht dann auch. Lassen wir das mal mit dem Kühlen hier. Und eine DLK zum Kühlen des Gebäudes habe ich auch noch. Ich würde sagen, deine Feuerwehr könnte jetzt abziehen. Ja, finde ich gut. Sind nur noch zwei Brände, ein Brand. Auf den jetzt alle neun gleichzeitig drauf gehen, auf den einen Brand. Ja, Sehr der gut. arme Brand. Oh Gott, wo ist das denn? So, jetzt mein gesamter Löschzug, alle kriegen gleichzeitig den Befehl, zusammenpacken, nach Hause fahren. Und da wuseln sie hier alle rum. Überall rennen sie lang, rollen Schläuche zusammen. Das ist immer schön anzusehen, das Gewusel da. Wenn du überlegst, wenn du das alles alleine machen müsstest, manuell, immer. Emergency film has crashed and must be terminated. Please support the development team by sending a crash report. Okay, Versuch Nummer 2. So, für die letzten 10 Minuten. Mal jetzt mal Versuch Nummer 2. Was hatte ich nochmal Letzte alles? 10 Das, Minuten, das, das. 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 Raphael, du hast nur Link zum Discord-Doppelpunkt reingeschrieben. Es kann sein, dass es den Link rausnimmt. Ah ja, okay, guck mal, da ist er. War das so? Nee, und dann hatte ich noch das hier, ne? Und die Führung hat. Nee, die Führung hatte ich noch. Ja, so rum war's. Genau, Raphael hat auch nochmal den Discord-Link reingeschickt in den Chat. Richtig. Wir haben sogar eine Moderation heute in unserem Chat. Das ist unglaublich. Ah, guck mal, da können wir direkt weitermachen. Willst du dich um die Person kümmern? Na, nee, ich mache mal Personenrettung. Personen 21. Oh, lol, das sind echt viele. Und davon sind sieben verletzt. Ach du Scheiße. Okay, dann pass auf, wir drehen doch um. Wir machen Manf. Stimmt, dann machen Manf auf. Oder hast du Manf? Nee, du hast Weil ich habe keinen Manfzeug. Manf. Du hast Manfzeug. Echt? Ja. Und wenn ich sage Manf, dann fehlen mir so ein paar Sachen. Du hast Mir aber die fehlen zwei wichtigen. RTWs, mir fehlt Du hast die ein wichtigen Sachen. ELW und ein AB-Manf. Ja, das sind, du hast trotzdem die wichtigen Sachen vom Rettungsdienst. Okay, ich hab sie geholt. Ich habe Manf einfach alarmiert. Und einmal F-Gebäude habe ich auch. Ich habe die beiden höher gelegenen Straßen alarmiert. Rettungsdienst. Krankenbeförderung. Die ist jetzt wichtig. So, Rettungsdienst brauche ich nicht. Das heißt, den rückerleihe mir ich hier.
Und wo stehen stattdessen Der erste, da ist dahin? der ELW. Wo Muss. fährt der lang? Hier. Ist meine? Ja, ist mein Zeug, was kommt. Sehr schön. Ach so, hol dann bitte nochmal einen Streifenwagen. Ich habe jetzt einen Motorradpolizisten hinterhergeschickt. Hinter diesen einen Straftäter. Da müsstest du dann nochmal schauen, dass du dann einen Funkstreifenwagen hinholst. Ein Funkstreifenwagen für den Raubüberfall oder was? Jo, genau. Beziehungsweise, ja, ich kann es auch machen. Oder hast du schon? Ich wollte gerade sagen, weil ich mache gerade die ganze Feuerverkabelung. Okay. Maus? Ah, da ist eine Maus. Lol, gibt einen Sound. Drei Personen im Brandangriff, drei weitere folgen. So, bitte einmal anschließen, einmal anschließen. Ich mach Personen rausholen. Ja. Na gut, ich habe hier einfach nur jetzt ganz viele Rettungswagen und Notärzte stehen bei mir an Mannzeug. Sechs Personen im Angriff, drei können nicht mehr löschen, weil die Brände da hinten sind zu weit weg. Okay, dann mache ich Verteiler dahin und mache hier auch Löschangriff. Okay, Personen sind die ersten sieben raus, so wie es aussieht. So, drei Personen im effektiven Angriff. Weiteres an Feuer würde ich erstmal nicht holen. Also nicht mehr ausrüsten, weil lohnt sich nicht. Okay, ich beordere mal die Drehleiter zurück, dass hier Platz ist. Ja. Ich habe jetzt drei Rettungswagen, drei Notärzte vor Ort. Beziehungsweise viermal Rettungswagen, dreimal Notarzt vor Ort. Fahr die alle mal runter. Okay, es sind sämtliche Personen aus dem Gebäude befreit. Ja, ich sämtliche Wir Rettungsdienste mir fällt haben jetzt noch unten sechs hier. Opfer. Sechs? Müssten Ja. sieben sein. Also ich zähle sechs. Ja, aber in der Beschreibung steht sieben. Seltsam. So, okay. Raubüberfall ist geklärt soweit. Ach Gott, Krankenbeförderungen. KTW. Der dritte Notarzt ist verschwunden. Ah, ne, der steht hier oben. Er ist verschwunden. Ach, guck mal, hier habe ich sogar noch einen. Du kannst jetzt schon mal deiner Feuerwehr vielleicht ein paar, also nicht unbedingt gleich allen, aber so zwei sagen vielleicht schon mal, dass sie zusammenpacken können. Ich schicke gerade erstmal die Leute zum Behandeln herein. Notärzte, Sanitäter, alles Mögliche halt eben. Aber wo die Nummer 7 sein soll? Keine Ahnung. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit.
Keine Ahnung, aber das Spiel sagt, es sollen 7 sein. Das ist grundsätzlich erstmal schlecht. Ah gut, so lange wollen wir eh nicht mehr spielen, ne? Ich würde mal versuchen, die so ein bisschen auseinanderzuziehen. Dass du hier so ein bisschen besser den Überblick behalten kannst. Ja. Also ich würde sagen, wir machen jetzt nicht zwei neuen Einsätze, nur noch den Raubüberfall und den Gebäudebrand fertig. Artet das hier wieder aus. So, versorgt wurden die Leute bereits. Hast du auch Rettungsdienst eigentlich hier zum Transport oder sowas? Nö. Ja, weil ich habe 4 Transporteinheiten, ne? Na, dann hole ich noch mal. Rettungstransport, Rettungstransport. Und dann noch einen Rettungstransport. So. Genau, die Jo. fahren nämlich So, jetzt meine Feuerwehr wäre es dorthin. jetzt weg bereits. Okay. Erwarte Befehl ist in Arbeit. Ist jetzt nur noch Rettungsdienst von mir hier unten da. Jo, genau, Das das sind mit dem. ein das ein Löschfahrzeug von dir kannst du auch noch zusammenpacken, ne? Naja, da habe ich ja gerade noch einen Patienten auseinandergezogen, aber das passt ja jetzt alles soweit. Die sind ja jetzt auch alle versorgt, ne? Ja, sind alle behandelt. Sehr gut, der eine hat doch seine Trage den Patienten noch nicht draufgehievt. Und fährt jetzt wieder nach Hause ohne Patienten, ne? Wait, what? Well done. Ja, der wollte den Patienten gerade draufhieven, deswegen hatte ich dann auf nach Hause schicken geklickt, aber in dem Moment hat das gerade noch nicht aufgehievt, Gabitz. Fährt er hier über die Straße mit einer unten geklappter Trage? Also Ich echt darf. mal, keine Hetze hier. Und einer von uns beiden darf jetzt noch einen Rettungswagen extra holen. Ich habe 3 geholt. Ah, das sollten 3 erreichen, weil es fehlt nur 2. Ja. Meine ich? Ne, hier liegen noch 4 Patienten, okay. Dann hole ich noch einen Rettungswagen. Ist das ein Chaos? Kommst du nichts mehr durch? So, Notarzt fahren auch nach Hause. Hier hat Eieiei. niemand Notarzttransport, würde ich behaupten wollen. Oh, fahr mal durch hier. Danke. Okay. Danke. So, wir sind jetzt schon Danke. 16 Uhr durch. Das heißt, vor genau 2 Jahren kam das erste Video zu unserem Kanal jetzt online. So was. Hey. Wenn wir hier ganz gleich dann fertig sind mit dem 2 Einsätzen, ne? Also eigentlich nur noch einen Einsatz, der andere ist schon fertig. Wenn wir jetzt hier mit dem Transport der Patienten dann fertig sind, dann wollen wir mal da nochmal das allererste Video kurz reinschauen. Und dann geht es natürlich auch schon direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, alles, ihr seht schon, alles eng getaktet hier. Hast du das schon RTW geholt? Naja, der eine RTW, der noch fehlte, ist bereits gerufen worden. Sehr gut. So, der kann fahren. Der fährt nach Hause. Hier, der holt sich den Patienten raus. Hier ist das. Und hier. Ah, der kommt, der kommt. Wird die Trage rausgeholt. Dann wird er auch eingesammelt. Ich habe nebenbei übrigens noch 2 Krankentransporte, glaube ich, gemacht und eine Alkoholvergiftung behandelt. Oh. Ja, ein KTW kam an. Okay, aber KTW sollte doch, glaube ich, auch gehen. Es geht ja nur noch um Transport.
Also müssen seine drei Rettungswagen nach Hause schicken, ne? Die haben alle aufgeladen. Ja, ich habe ein paar mehr Einsatzstellen. Achso, du machst die ganzen Krankenbeförderungen noch mit, oder was? Das auch. Ich mag Emojis mit epischer Grafik immer noch. Junge, dieser blöde KTW. Ja, es kam halt ein KTW an, was soll ich machen? Da passt doch. Es ist ein Krankentransport, ja. Das stimmt wohl. Ist aber auch schön, so du mit deinen so drei riesigen RTWs da mit diesen, hinten mit diesem riesen Aufbau, nicht so mit so einem kleinen KTW da. Ja, weil der kommt sich auch direkt veräppelt vor. Gut, dann wir haben also der 1 ja auch fertig, Tobi, würde ich sagen. Ja. Willst du auf Beenden drücken? Ja, das war's mit diesem Zusammenschnitt. Schaut doch gerne bei den anderen Zusammenschnitten rein und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.